Jo Leute, David von Idolanch hier, heute mit einem Quickie-Tutorial, zumindest hoffe ich das, wie ihr denn so ein Gitter erstellen könnt. Ihr könnt dazu verschiedene Objekte benutzen, eigentlich jedes Objekt, was euch gefällt. Ihr könnt auch verschiedene Effektoren zufügen oder Displacer euch überlassen. Die Grundstruktur bleibt immer dieselbe und das werden wir heute erstellen. So, als erstes nehmen wir uns unser Objekt und in unserem Fall eine Landschaft. Ihr könnt, wie gesagt, jedes beliebige Objekt benutzen. Wir spielen ein bisschen mit den Höhen. Ihr könnt ein bisschen mit den Startwerten auch ein bisschen experimentieren, was euch gefällt. Und nehmen wir mal sowas hier. Das ist egal, ob wir das quasi abgerundet haben oder sehr spitz haben wollen, weil am Ende verändern wir das eh alles. Ich werde doch einen anderen nehmen. Nehmen wir den. Es zählt momentan nur die Höhe und die Form an sich. So, wenn wir das erledigt haben, gehen wir hier zu unseren Tool-Werkzeugen, nehmen Displacement, packen den Displacer hier runter, unter Displacer, weil momentan ist noch kein Effekt. Gehen wir unter Shader, wählen uns unser Noise aus. Als nächstes nehmen wir uns ein Polygon-Reduktionstool. Quasi hier auch wieder in Einstellungen und wählen ihn hier runter. Das heißt, dass das Tool jedes Objekt die Polygone runtersetzen wird. Und ihr müsst aufpassen, dass dies allerdings unter dem Objekt an sich selber ist. Das heißt nicht unter dem Displacer, sondern unter der Landschaft. Das heißt, nicht so, sondern wir packen es da rein, dass es so aussieht. So, jetzt könnt ihr halt euch noch andere dazu aussuchen. Ihr könnt ein bisschen experimentieren, was euch gefällt. Wir lassen das alles und nehmen unser Hypernoob wegen uns bei den Teilungen 1, 1, dass wir quasi diese Waben erstellen können. Unsere Landschaft packen wir hier rein. Gehen auf Landschaft, dass das hell markiert ist, Rechtmaustaste und aktiver Zustand in Objekt wandeln. Quasi, dass wir alle Effektoren und Displacer, die wir haben, die werden in einem Polygon, ein Objekt umgewandelt. Jetzt können wir unser altes Ding löschen und haben jetzt nur unsere Landschaft. Wie ihr sehen könnt, wenn wir jetzt auf unser Hypernode klicken, passiert nichts. Deswegen klicken wir uns auf unsere Landschaft und wie ihr sehen könnt, wenn wir ranzoomen, sehen wir schon so ein bisschen diese Form hier von diesen so Bienenwaben quasi. Dann gehen wir unser Werkzeug für unsere Seiten, machen wir STRG-A und Rechtmaustaste, also mittlere Maustaste, oben Perspektive und wählen uns mal mit unserem Rechteck-Tool mit STRG. Steuerung gedrückt halten und unser Bereich markieren. Und wir werden uns jetzt ein bisschen die Seiten markieren, also quasi ausschneiden, damit das halt nicht so abgeschlossen wirkt. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir erstmal Selektion einfrieren, damit es eingefroren ist und wenn wir es irgendwo hingehen, dass es nicht gelöscht wird. Dann gehen wir auf unseren Hypernurb. Drücken C, damit es editierbar ist. Wenn wir es ranzoomen, sehen wir, die sind ein bisschen stärker jetzt, unsere Waben. Dann gehen wir auf Selektion. Und jetzt müssen wir unsere Selektionen verbergen. Das heißt, wir gehen alles, was selektiert ist, auf Verbergen. Und somit haben wir nur unsere Waben, die wir haben wollen. So, das werden wir gleich halt noch ein bisschen verändern. An sich haben wir diese Waben. Jetzt drücken wir nochmal STRG A, um alle selektiert zu haben. Rechte Maustaste und Bevel. Können wir unseren Offset entscheiden, wie wir es haben wollen. Ich würde es eher, ihr könnt mal entscheiden, wie es euch gefällt. Wir können mal 4 nehmen zum Beispiel. Das sieht allerdings so aus und das sieht sehr unpassend aus, finde ich, und passt nicht gut.
Deshalb empfehle ich zwischen 1 und 2. Ich nehme jetzt mal 2, 2 sieht ganz gut aus. Dann nehmen, wenn wir das gemacht haben, gehen wir einfach nur in unser Polygon Tool, also in unser Objekt, also quasi um die Polygon auszuwählen und löschen das. Das heißt, entfernen drücken. Jetzt haben wir die alle nur als Fläche. Jetzt wollen wir die ein bisschen höher haben. Das heißt, wir stellen sicher unser Hypernerve ausgewählt. Dann Steuerung und A drücken, damit wir alles selektiert haben. Rechte Maustaste und extrudieren. Da entfällt sich wieder ein Wert zwischen, ich sag mal so 3. Und gehen auf Zuweisen und jetzt sehen wir, gibt es gewisse Erhöhungen. Jetzt in den ganzen Sachen, was wir gemacht haben, sehen die Ränder natürlich sehr schäbig aus. Das heißt, wir gehen mit der Maustaste. Ups. Okay, Entschuldigung, mit der Maustaste. Oben Ansicht und wählen unser Werkzeug wieder aus. Unser Rechtwerkzeug. Gehen hier hin und für sichtbare Elemente machen wir aus. Das heißt, dass es nicht kein Häkchen dran ist. Und das heißt, wir ziehen uns einfach nur einen Rahmen darum, was wir weg haben wollen. Dann drücken wir entfernen. Das gleiche machen wir hier. An allen Seiten. So. Und voilà. Und dann wieder rechte Maustaste, in die Zentralperspektive zu kommen. Und wie wir sehen, haben wir jetzt so ein Netz. Dann machen wir unseren Körper Hypernerve und packen den nochmal in einen Hypernerve rein. Und wie wir sehen können, voilà, haben wir jetzt ein fertiges Netz. Das könnt ihr jetzt in verschiedenen Projekten benutzen, wie ihr wollt, oder auch in Lightroom machen. Ich schenke mir die Sache und mache es nicht. Ich wollte euch nur kurz zeigen, wie es denn gemacht wurde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr gerne mehr von mir sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Lasst mir auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwas sehen wollt. Und ansonsten, wenn ihr mich gerne beauftragen wollt für irgendwelche Intros oder was ihr haben wollt, könnt ihr mir ganz gerne eine E-Mail schreiben oder ihr geht auf meine Webseite iDesign.de unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.